Hallihallo und herzlich willkommen bei Sonnenklar TV. Nein, wir sind gerade auf einem Parkplatz, wie man sieht, auf einem vollen Parkplatz vom Hansapark. Richtig, also für mich mein erstes Mal, für Malte das zweite, dritte, fünfte. Auf jeden Fall ist es brechend voll. Ferienanfang wie gestern halt, erstes Ferienwochenende. Das ist natürlich was anderes hier als in Brühl, weil Brühl liegt jetzt nicht an der Ostsee und ist nicht ein Urlaubsziel wie bekloppt. Ja, wir mussten jetzt schon am Ende des Parkplatzes parken, der ist gleich voll. Da fehlt jetzt noch eine Reihe, glaube ich, dann ist das Ding voll. Und ja, jetzt kommen wieder die Kommentare, ja, selbst schuld, wenn man an dem Tag hinfährt. Ja, sind wir auch, aber wann sollen wir sonst hier hinfahren? Und ja, wir gucken mal. Kernan fährt auf jeden Fall, Nessie fährt auch und mal gucken, was der Tag so bringt. Erstes Mal hier, mal gucken, wie der Park so drauf ist. Wir sind auch ein bisschen spät dran. Der Park hat, glaube ich, sogar schon um 9 geöffnet. Und wir haben jetzt 11 Uhr, kurz nach 11 sogar. Nur früher ging es nicht. Wir hätten nicht noch früher aufstehen können. Nee, das wäre einfach alles zu krass geworden. Und ja, ich denke mal, dass der Park ein bisschen länger geöffnet haben wird heute. Hoffentlich. Weil es einfach schon echt brutal voll aussieht. Ich weiß nicht, wie das hier sonst so ist, ne? Aber der Parkplatz ist ja nicht gerade klein und der ist wirklich voll. Ich weiß nicht, ob die noch einen haben. Ob die hier noch Acker haben oder so. Ja, da hinten. Zum Beispiel. Naja, auf jeden Fall ziemlich lustig. Da ist der Loop vom Nessie. Man hört den Turm. Ja. Ja gut, da ist der Heidepark ja noch schlimmer. Aber ja, mal gucken. Sieht auf jeden Fall schon sehr cool aus so von hier. Und ich bin sehr gespannt. Ich würde sagen, wir sehen uns dann wahrscheinlich im Park oder vorm Park oder was auch immer. Ich hätte damit gerechnet, dass jetzt hier gerade mehr als weniger Leute ankommen um 11 Uhr. Es ist 11 Uhr und hier kommen immer noch Menschenmengen an. Das ist, naja, ist auch scheißegal. Vielleicht kommen wir an den Kassen trotzdem ganz gut durch. Scheißegal, illegal machen. Wenn die nicht ganz so sich verblödet anstellen wie die ganzen Leute gestern in Phantasialand. Nein. Naja, ist auch egal. Wir machen jetzt erstmal weiter, gehen in den Park, werden erstmal die ganzen Achterbahn abklappern, damit wir Count-Discount haben, ne? Und dann gucken wir mal weiter. Wir wollen uns mal Kernapulten angucken. Wir wissen nicht, ob das Ding sogar schon auf hat oder so, weil die letzten Tage sind wir ziemlich gut ohne Internet ausgekommen. Und ja, auf jeden Fall Testfahrten wurden ja bei dem Ding schon gemacht. Vielleicht sehen wir heute auch die ein oder andere dann, wenn das Teil noch nicht aufgemacht haben sollte, wovon ich sehr stark ausgehe eigentlich. Ja, Nessie fährt gerade da oben seine Runde. Gut, egal, genug gelabert. Wir gehen Start. Genau. Wir machen uns jetzt direkt auf den Weg zu Kernan und fahren erstmal eine Runde, würde ich sagen. So, jetzt sind wir gerade in der Kerner Warteschlange. Die Sonne scheint und Kerner Pulten dreht die ersten Runden. Hat gerade den Notaustest gemacht, pendelt jetzt aus. Schauen wir mal rein. So sieht das von unten aus. Ja, und er pendelt halt so aus, ne? Da hinten befindet sich die Glocke. Generell ist sehr viel los. Also, ich schätze mal eine Wartezeit von, ja,
Wir stehen jetzt gerade, ja, eine knappe halbe Stunde, aber ich denke, so lange wird es nicht dauern. Ja, wir sind jetzt gerade hier reingegangen, ja, ins Kernan-Museum. Und ich gucke jetzt mal den Film an. Ich bin, wie gesagt, das erste Mal hier drin. Ich dachte, die Lampe hängt schief. Aber die Decke wirkt jetzt irgendwie so voll komisch. Naja, wir haben jetzt gerade, wie gesagt, schon einmal Kerner Pult ein bisschen fahren sehen. Ja. Die jetzt hier rein, jetzt wird es ein bisschen spannender. Und ich bin gespannt, kleine Fahrt. Mal gucken, welche Reihe wir erwischen. Das ist auch neu, jetzt geht's rechts rum, nicht mehr geradeaus. Ja, das sind ja die neuen Räume, genau. Die kennst du auch noch nicht. Nee, die kenn ich auch noch nicht. Ist ja neu, ne? Ja, ja, aber die gab's ja letztes Jahr schon. Ja, aber ich war da jetzt noch nicht offen. Ja. Da ging's bloß geradeaus. Okay. Ja, dann viel Spaß, ne? Eine Stunde später. Nein, also war schon geil, also ich habe es gerade schon öfter erzählt, da hinten dieser erste Umschwung, der hat mich am meisten gehört. Wenn du aus dem Herzelement kommst, das war ja okay, dann bist du halt hoch, aber dann in den Overbank-Turn und dann gehst du raus in die Linkskurve. Der hat, der geht's aber, da wanderst du, ich habe hinten links, ganz hinten links gesessen und von da wanderst du von ganz oben nach ganz unten und das ist halt, du hast Airtime und wirst dabei noch rumgeschleudert, das ist halt mega geil. Ja, ja. Und sonst, also ich sage jetzt nicht, Kernan ist besser und ich sage auch nicht, Taron ist besser. Kann man nicht sagen, die sind beide gleichwertig. Weil Taron hat die beiden Lounge, die beide ziehen. Er hat diesen mega geilen Turm mit dem Rückwärts Freefall. Und die Strecke an sich tut sich nicht viel. Also von die Airtime-Momente, die hat Taron auch. Die Umschwünge, die diese Bahn hat, hat Taron auch, wenn nicht sogar teilweise besser. Die Umschwünge sind hier nicht so ganz gelungen, außer der eine. Aber die Airtime, du hast zwei gute Airtime-Hände und am Ende nochmal gute Hangtime. Ja. Jo. Und jetzt geht's zur Schlange vorne. Was ich geil fand, dass die im Dunkeln da einfach nochmal so ein paar ungebankte Kurven fährt. Genau. Das war auch irgendwie ganz nice. Einfach ein kleiner Drop und dann. Ja. Aber jetzt geht's zur Schlange von Midgard, Novgorod, weiß ich nicht. Erstmal die Achterbahn alle abklappern. Genau. Wir haben uns doch anders entschieden. Wir fahren jetzt den fliegenden Hai. Wenn er nicht kommt, sind gleich noch mehr Leute vor uns. Ja. Aber Platz ist ja genug, ne? So, Moritz. Unsere erste Ranger-Fahrt. Ja, es gibt es für eine erste Ranger-Fahrt. Ja. Ja. Wo ist hier der Anfang der Schlange? Mal kurz und gut. Hier ist auch der Ausgang. Nein, die ist gar nicht lang. Rein da. Stimmt. Das ist der Rasen Roland. Ganz gute Kapazität. Was sagtest du gerade? Resender Roland. Ah, Resender Roland. Ja, kann man machen, ne? So, jetzt sind wir gerade im rasenden Roland gefahren. Ich habe Wasser gerasen, der Roland. Ich habe jetzt endlich mal aufs Meer geachtet. Ja. Aber es fühlt sich halt immer noch nicht so an, als hätte ich direkt da. Ja, er kommt noch nicht drauf klar, dass wir hier 500 Meter von der Ostsee entfernt sind. Dass ich 500 Kilometer von zu Hause entfernt bin. Junge, hier brauchst du ja Oropax. Das ist ja laut. Das ist nicht der Rasen, Madame. Ja, ich weiß. Wir sind hier an den rasenden Roland. Aber sie hat das gerade gesagt. Ja, die hat doch keine Ahnung. Oh, okay. Jetzt geht's hier. Abfahrt zu Nessie. Nisai. Die was? Nisai. Ah. Guck mal, hier kommt schöne sie Grüße raus aus dem Bahnhof. Die fährt nur mit einem Wagen. Kein Wunder, dass die Abfahrt nur von der Art. So, wir waren gerade Nessie. War sehr gut, muss ich sagen. Ruckelt nicht mehr ganz so doll. Wo geht denn das hier rein? Da hinten. Ah. Da saß ein Vogel in den Schienen. Eieiei, wackelt der Turm. Ja, Gerstlauer, Stützen sind überbewertet. Genau. Hat sehr gedrückt die Bahn, nach dem Looping vor allen Dingen. Und der Airtime-Hügel nach der ersten Blockbremse war nice. Ja. Der war very, very good. Also der Airtime-Hügel, der eigentlich ja, die Abfahrt nach. Einfach nur eine Abfahrt. So, ne? Und die Bremse war auch geil. Die Bremse feiert Moritz ja so hart. Genau, weil wer das nicht genießt, der hat im Leben was verpasst. Ne? Genau, und jetzt stehen wir hier vorm
Fluch von Novgorod. Und da geht's jetzt rein. Wir haben jetzt gerade entdeckt, da oben ist ein todesmutiger, ich weiß nicht, Rabe. Baut der einfach sein Nest in der Anlage? Der hat da oben ernsthaft sein Nest reingebaut, vielleicht kann man es erkennen. Und das Ding immer noch am Wackeln, wie bekloppt. Und der, ich weiß nicht, ne? Das wackelt noch immer so. Wuhu! Wir sind gerade Flatsch. Flatsch von Novgorod. Da ist die Ostsee. Mehr. Ja. Wie fandest du den Lounge? Aua. Ja, war schon knackig, sagen wir so. Ne? Kurz und knackig. Und ich würde sagen, so ein bisschen knackiger als Kai Rachel noch. Kai Rappo, kurz grillen und so. Aber Kernan ist besser. Das ist ein schönes Foto. Ja. Wie geht's denn jetzt zu Rio Dorado? Ich kenne mich hier nicht so aus. Oder sollen wir eben auf die Ost? Ja, dann gehen wir mal zur Ostsee. Das ist die Ostsee. Die ganzen Holiday hier. Das sind die ganzen Resorts übrigens. Ja, die kenne ich ja. Genau. So, und jetzt geht's, wie gesagt, Rio Dorado. Weiter down. Metern Rio Dorado. Wie was? Wie immer gut. Spinnig. Ja, sehr spinnig. Ich glaube, wir spinnen. Weil der eine da am Anfang hat mich so umgerissen. Ich habe gesehen, der hat was weggebaut. Ja, wir gehen dann jetzt mal Richtung Schlange vom Midgard, würde ich sagen. Genau. Dann mache ich noch einen Offride vom Skyfly. Und dann gehen wir Schlange vom Midgard fahren. Und dann gucken wir mal weiter hier. Ja. Da ist ja noch eine Wasserbahn in der Ecke auch. Genau, Super Splash. Ja, dann müssen wir auch in die andere Ecke mal, da waren wir noch gar nicht. Ja, dann geht's los hier. Wir sind auf dem Weg, genau, die wir jetzt fahren werden. Ach ja, und die Tür ist ja geil. Das. Was fahren wir denn für eine? Den Kollegen hier, Schlange von Midgard. Oh, die Schlange ist auch nicht Schlange ist kürzer geworden. Genau so. Ah, stimmt schon. Hier gibt es doch bestimmt auch den. Hier war das. Ich glaube, hier war das auch. Ja. Erstmal fahren. Ja, dann lass mal erst fahren. Kannst du ja den holen, während ich das Ding da hinführe. Ja, gut. Wollt ihr auch zwei Runden? Das sah so aus. So schnell steigt keiner ein. So. Ein bisschen Sport. Wir klimmen den Minenturm. Hallo. Der Wartebereich. Das ist der Wartebereich. Der Crazy Mine. Komm, wir gehen mal noch höher. Immer weiter, immer höher. Es geht noch höher.
Was eine geile Aussicht. Das ist einfach Aussicht, das ist Gefühl da. Da ist der Fly Gender, hey, fällt jetzt auch wieder. Und dann stehen wir hier oben auf dem Turm. Mehrwagen. Ja, stimmt. Ich denke mal, wir gehen gleich Richtung Scooter und Bus Troika. Wie funktioniert da das Spiel? Du musst auf die Planeten zufahren und mit Wasser drücken. Aha. Und wie sieht man, wer gewinnt? Das ist Zufall. Manchmal trifft man die, aber dann zeigt er die Punkte nicht an. Jetzt. Du musst nur dagegen fahren, ne? Ja? Du musst nur dagegen fahren. Du musst in die Richtung fahren und dann das Ding. Guck, jetzt hat sie zum Beispiel einen Punkt. Aha. Fahren wir hier im Holstein-Turm. Wir haben das Ding voll gemacht. Der Parkplatz ist tatsächlich voll geworden. Super Splash mal gefahren. Die andere Wasserbahn. Ich glaube, ich habe keinen Schneider. Nee, habe ich nicht drauf geachtet. Ich habe mir das nicht gemerkt. Ja, ich bin auf allen Fällen. Den letzten Tag der Saison bin ich hier. Kann ich nicht mehr mitnehmen. Also. Habt ihr einen Parkschein? Wir haben einen für dich. Genau, die? Ja. Ich glaube, sie hat zwei geholt. Nee, oder? Hier, der Super Splash. Eigentlich müsste das andersrum heißen. Die Wildwasserbahn. Super Splash und Super Splash Wildwasserbahn. Was machen die? Was? Die Verve weint. Die werden zusammen. Ja, einfach vorbei hier. Ja, feuchtfröhliches Vergnügen wünsche ich dir. Ja, danke. Ich glaube, der wird schwer. Das Gefühl, das endet nicht gut. Jetzt der erste Land. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Yo, Alter, das Boot wird sowas von überschwemmt. Nein. Kann ich aussteigen? Kannst du denn hier überhaupt ein Getränk holen? Ja. Du musst hier nur bestellen, oder? Kriegst du es direkt. Okay, also wir sind gerade Wasserbahn gefahren, wie man so ein bisschen sieht. Malte hat es dann ganz gut getroffen. Ja. Beim kleinen Drop in der normalen Beim kleinen Drop.
bei der kleinen, bei der großen sind wir relativ trocken und bei der Super Splash sind wir eigentlich auch recht trocken rausgekommen. Und ja, wir haben ein bisschen Taktik benutzt und dann ging das. Obwohl es meiner Meinung nach auch ein bisschen mehr hätte sein können. Naja, ist auch egal. Ist ja nicht River Quest, ne? Jo. Hier ist noch ein bisschen Stimmung. Fährt gerade keinen Wagen lang. Vielleicht kommt gleich einer. Ist auch ziemlich cool gemacht da mit den Händen da oben. Patsch! Holzbleck. Da müsste jetzt gleich der Wagen kommen da oben. Das hört sich sehr nach Lounge an. Oder auch nicht. Vielleicht war es doch erst die Abfahrt vom Turm. Ja, so ganz oft kommen hier nicht so Züge. Das ist wie bei Kernern. Da kommt auch erst nur, die haben mal gestoppt, da kommt alle 3 Minuten Zug aus dem Turm. Also schon ein bisschen Kapazität, ne, und so. Da hinten ist der kleine Zar. Brechen voll das Ding. Das ist das Highlight. So, da fährt Flug von Novgorod. Hier nochmal um die Ecke gucken. Gibt es nur Tassen, die auf CC plus stehen. 4, glaube ich, jetzt mittlerweile. 6, meine ich. Jetzt wird außer hier der kleine Zar, Zamperla Tassenkarussell gefahren. Ist das Zamperla? Ja, das ist Zamperla. Okay. Steht da zumindest drauf. Habe ich abgelesen. Lass mal bitte los jetzt. Ich werde schon sterben. Alter, ich kann gar nichts mehr sehen. Das ist viel zu schnell. Andersrum. Alter! Jo, die Coffee Copies haben wir auch überstanden. Jetzt versuchen wir gleich nochmal zu Kernern zu gehen. Da ist Kerner Pulten. Die Coffee Copies waren ein bisschen brrrr. Er hat manchmal übertrieben. Aber so was schon. Das Ding sieht einfach so klein aus im Gegensatz zu dem Ding. Naja. This is the most thematisierte Tunnel ever. Hallo. Klopf, klopf. Was geht denn da? Nix. Ich weiß, was wir jetzt machen. Kerner. Der Schwirrl des Kerns. Ständig hier direkt? Ja. Einlass. Geh mal schnell rüber. Ich darf nicht. Einlass. Guck mal. Oh, ist das schön. Die Schlange. Was? Süß. Die Schlange wird auch immer kürzer. Und jetzt fährt hier der Wagen gerade nach oben. Und jetzt gleich kommt er. Ich liebe diese Musik beim Hochfahren. Malte! Das ist das Lied, wenn der nach dem Fall hochfährt. So geil. Er fällt jetzt auch runter, ne? Fährt jetzt direkt raus. Das Gerüst war wieder. Oh. Kernan, ich liebe Sieht dich. Einfach, egal wo man sitzt. Ja. Ja, er hat wieder eine tolle Reihe ausgewählt. Ja, wieder natürlich schön. Nicht die erste Reihe. Hier, du kannst. Das ist eigentlich der Eingang für den Quartier, Alter. Weiß ich nicht. Aber hier gibt es auf jeden Fall, glaube ich, noch Essen. So. Weiß ich nicht. Ja, ich frag mal. Hier, halten Sie mal weiter und erzählen mal. Ich guck mal, was hier so Tolles gibt. Ach, tut das weh. Lecker, lecker. Wir gehen jetzt nochmal über den alten Jahrmarkt und schauen mal, was da so abgeht. Hier geht gar nichts mehr. Hat alles zu. Wir suchen jetzt den Ausgang. Genau. Achso. Suchen. Ja, suchen. Wir wissen, wo er ist. Immer da lang. Dann passt das. Hier ein Husch-Pirat. Nicht Husch, Huss. Husch-Pirat. Nee. Husch-Pirat. Eingepackt. Hier eine ältere Schiffsschaukel. Ein alter, ja, weiß ich auch nicht, eine alte Kutsche halt.
Na, schauen wir mal. Die haben den roten Baron überdacht. Echt? Stimmt, da, ne? Ja, und dann würde ich sagen, fahren wir zum Frühjahrsdom und noch nach Hamburg, oder? Läuft. Machen wir, ne? Läuft. Und dann sehen wir uns gleich beim Shaker wieder. Damen und Herren, das war Demirock. Ich habe eine leichte Kopfschmerzen. Wer will sie da tun? Wer ist warm? Wer will sein ja, Leben? Ist ja nicht so schön. Und ja, weiter geht's. Und Junge, weiter. Junge, Junge, Junge. Halten, weitermachen, ausmachen, mir egal. Ich mach mein Bild. Ja, tun Sie das. 34 Loopings haben wir geschafft. Mehr leider nicht, aber ist okay. Wir sehen uns, denke ich, als nächstes beim Dancer. Das war eine sehr lange, intensive Brechdance-Fahrt. Ich kann kaum mehr reden, Alter. Du musst das gleich übernehmen. Erlaubt reden. Nimm nur 3 Euro. Und 4 für 10. Der Skydance von Ilken. Was kommt da so?
So, der Tag neigt sich dem Ende zu. Toll. Ich soll jetzt verabschieden, während ich hier was ticke. Nein. Wir müssen ja auch die Hälfte machen, aber langsam geht's zu Ende. Es wird noch leerer. Genau. Das Hamburger Riesenrad von Willemborg. Alpenwickel für 3,50 €. Genau. Also sehr empfehlenswert. 3,50 € kann man wohl machen. Ja, wo geht's noch hin? Konga. Jekyll and Hyde. Teststrecke fahren. Und Teststrecke fahren. Genau. Und Mackes. Ja, Mackes. Und dann sehen wir uns gleich in der Wilden Maus wieder. Edit Teststrecke. So, komm, scheißegal, los. Eine Mauer noch. Jetzt aber, Freunde. Let's go. Ja, mal, voll gutes Geschäft hier. Ja, ne? Und stopp! Schaukel Konga, die mit ihrer furchtlosen Besatzung unterwegs ist, um neue, atemberaubende Metropolen zu erforschen, neue Freunde zu finden und neue Zivilisationen zu entdecken. Viele hundert Tage im Jahr bringt die Dschungelschaukel Konga dabei den Menschen im ganzen Land das aufregende Erlebnis direkt bis zu ihnen nach Hause. Und bringt dabei ein Abenteuer vor, die nie zuvor ein Mensch erlebt hat. Hier bei der Teststrecke angekommen, das ziehen wir jetzt zum Schluss nochmal durch. Unsere achte waren heute. So nach, wir mussten hier hinten, ganz hinten. Hallo, letzte. Ja. Ich wollte da, also Zipper gut. Ja, aber nicht. Oder willst du hier hin? Ah, hier sind auch die Sitze höher. Hier, da werden sie draufgeladen, die Bahnen, die Bahnzen. So, ja, das war unsere Runde mit What is the name? Test Track. Und ja, mein Auge tränt ein wenig, war dann doch ein wenig schnell. Das war Nummer 8. Achterbahn 8 für heute. Ich mach so, Achterbahn 8 für heute. Toll. Und ja, ne? Wie ist das? Haben wir es durch? Alles durch? Hab ich gesehen, was wir wollten? Windstärke 13. Ah ja, 13. Ey. Oh, meine Augen tränen. Jetzt macht er voll hier. Ja, und wie? Ja. Nee, oder? Doch. Hallo. Hi.
zahlen eh zusammen. Ne? Nämlich einen Spritzkuchen und so einen Berliner. Ja, da gab es gerade einen kleinen Ausverkauf. 1 Euro, alles. Ja. Alles. Ja, alles halt, ne? Kirschtasche, Apfeltasche, Eierlikörbeutel. Ich hab zugeschlagen. Ja, erstmal gegönnt. Ich hab so eine Soße. Aber nichts, Bammes, was ich rein da tunken kann. Kommt auch nicht mehr. Woher kostet denn diese immer noch 1,50? Ich würde sagen, es war ein sehr guter Tag. Da wird rausgeschnitten. Wir geben uns jetzt mal hier die Menüs und beenden den Tag für heute. Voll heiß. Kommen ja auch frisch aus der Fritteuse. Unboxing. Unboxing. Dann hier Live Eating. Boah, ist das heiß. Dip and eat.